Manuel fragt. Ja, die Frage ist von mir selber gekommen. Ja, natürlich. Also ich glaube, in meiner Funktion, da ich ja hier auch operativ tätig bin und auch von Montag bis Freitag im Büro herumschwirre und auch auf die Trainingsplätze, kann ich das nach außen schon auch so transportieren. Das, was wahrscheinlich jetzt auch der Fan rundherum spürt, von außen, so im Richtung Freitag, Samstag oder Sonntag, je nachdem, wann man wo Austria-Mannschaften sieht, dann spürt man etwas. Das ist auch hier innen so. Kann ich schwer sagen, wie es jetzt vor meiner Zeit war, vor 15. Juni. Aber grundsätzlich macht es mir einen Riesenspaß, auch mit den Menschen, die ich schon kannte, aber auch mit denen noch keine Berührungspunkte hatte, zu arbeiten. Und ich habe schon so ein Gefühl, dass wir von Woche zu Woche auch noch mehr Einheit werden und das, was man gemeinhin nach außen oft so als Austria-Familie transportiert, wir auch wirklich versuchen hier zu leben. Das Ziel kann man tabellarisch so nicht festmachen, gegen das werde ich mir auch weiterhin wehren, weil ich der Meinung bin, wir sollten so gut arbeiten, dass er dann die Wunschvorstellungen, die der eine oder andere hegt, sie dann auch realisieren lassen. Das ist so der Antrieb und nicht das Festmachen nach einer einzelnen Tabellenplatzierung. Dazu befindet sich hier noch viel zu viel im Umbruch und das würde, finde ich, in der aktuellen Phase weniger gut reinpassen. Ich glaube, wir sind alle gut beraten, wenn wir einfach bestmöglich Woche für Woche versuchen, die Punkte, die wir uns hier intern gesteckt haben, umzusetzen. Und dann, glaube ich, dann tritt auch das ein. Und ja, es wird eher eine Tabellenregion, mit der wir uns alle miteinander anfreunden können. Das ist unser Weg. Das kann man natürlich pauschal oder allgemein nicht beantworten, sondern da bin ich halt sehr froh. Und das ist auch mit das Spannendste an meiner Aufgabe, denke ich, dass man die Spieler und speziell die Eigenbauspieler über einen längeren Zeitraum verfolgen und auch begleiten, bestmöglich auch servicieren, dass sie ihre Top-Leistungen abrufen können. Aber ob dann jemand mit 18, 19 einen Top-Transfer in eine noch bessere Liga schafft oder ob das mit 20ern oder gar nicht passiert, das wäre ja fast wie Wetten. Somit kann ich die Frage auch nicht seriös beantworten. Ich bleibe dabei, unsere Aufgabe ist es, dass wir uns bestmöglich um jeden Einzelnen hier bei uns kümmern. Alle Probleme links und rechts wegscheren, dass der Spieler oder die Spielerin bei uns bestmöglich spielen kann. Und was dann unterm Strich rauskommt, muss man sich dann letztendlich individuell anschauen und vor Augen führen. Aber natürlich ist es auch einer unserer Pläne, dass wir auch zukünftig schon mehr Transfererlöse erzielen. Was an dem Jürgen Werner-Gerücht dran ist, ist natürlich komplett falsche Rahmen, dass ich da irgendeine Stellungnahme dazu abgebe. Kann auch dazu nichts sagen und will auch dazu nichts sagen. Und somit ist auch der zweite Teil der Frage, glaube ich, beantwortet. Also ich glaube, wenn ich ein junger Spieler bin und kann hier entscheiden, dann würde ich mich auf alle Fälle auch für die Austria entscheiden, weil man hat jetzt schon auch mitbekommen, nicht nur in Österreich, sondern schon auch außerhalb. Und das habe ich gemerkt, wie viele Scouts, internationale Scouts wieder anmelden für Heimspiele der Austria. Dass dieser Weg, den wir da jetzt eingeschlagen haben, denke ich, jungen Talenten, wenn sie Gas geben, und das darf man nicht falsch verstehen, also automatisch jung zu sein, reicht dann nicht. Wenn sie wirklich Gas geben und reinhauen, dass wir ihnen die Möglichkeit, eine Bühne geben, die man wahrscheinlich in der Form nicht so oft beim österreichischen Verein kriegt, noch dazu nicht bei einem Verein mit so einer Dimension und Größe, wie es hier bei uns bei der Austria ist. Wir haben einen sehr progressiven und jungen Weg jetzt auch gewählt. Auch wie wir jetzt mit den Spielern umgehen, wie wir sie servicieren, wie wir sie individuell auch betreuen. Und da denke ich, nehmen wir schon jetzt langsam auch wieder eine Rolle ein, die der Austria auch zusteht. Und deswegen, glaube ich, ist jedes hoffnungsvolle, gute, junge Talent gut beraten, wenn wir bei ihm anklopfen, dass auch da bei uns aufschlagen. Ich würde den Horizont etwas ausdehnen. Alles, was da jetzt auch schon in der Frage vorkommt, würde eher so auf 3 bis 5 Jahre sehen. Ich glaube, dass das einfach auch seriöser wäre, da etwas defensiver auch zu agieren, weil bleibt dabei den finanziellen Rucksack, den wir hier tragen, das ist halt ein sehr schwerer. Und darum glaube ich, wäre eine Planung Richtung 3 bis 5 Jahre wieder in einer Gruppenphase aufzuschlagen, auch um einiges seriöser, aber das sollte schon unser Plan sein. Soll es nicht heißen, dass es schon in 2 Jahren sein darf oder vielleicht sogar schon in der nächsten Saison. Quick Wins gerne eingeschlossen. Also es soll und muss und wird weiter unser Ziel bleiben, schnellstmöglich die Talente durchzureichen. Die Endstation darf nie, also soll nie die Young Warlords Mannschaft sein, sondern soll dann schon die Kampfmannschaft sein. Und idealerweise in der Nona nicht, schaffen es unsere ganz jungen Talente raus aus dem Jugendfußball
im Erwachsenenfußball Fuß zu fassen. Und das schaffst du natürlich am besten, wenn du in der zweiten Liga in Österreich gefordert wirst. Deswegen ist die Bühne zweite Bundesliga, denke ich, die ideale. Also das Gute ist natürlich, wenn wir eine durchgängige Spielidee hier auch haben, dass die Spieler, die heute länger beim Verein sind, über einen längeren Zeitraum von uns dann auch mitgeprägt werden. Das Ziel ist, jetzt nach vorne gedacht, dass wir sehr offensiv und intensiv Fußball spielen. Und das wird das Hauptziel auch bei unserer Arbeit mit unseren jungen Talenten, dass wir sie einfach auch schnellstmöglich auf den Erwachsenenfußball vorbereiten. Und da ist es schon auch leichter, wenn alle Mannschaften ähnlich spielen. Das ist ein Prozess, den ich bin jetzt 4 Monate hier, den wir jetzt gerade angestoßen haben. Also das war etwas, was mir auch sehr wichtig ist. Das habe ich auch schon immer wieder mal im Vorfeld gesagt, wenn ich über andere Medien interviewt wurde, dass es speziell auch bei so großen Konstrukten, wie es auch hier bei der Austria ist, einfach um einiges einfacher ist, wenn man eine einheitliche, durchgängige Spielidee auch verfolgt. Das bringt unfassbar viele Synergieeffekte auch jetzt im operativen Geschäft auch intern. Da sind wir gerade mittendrin, das auch umzusetzen, und das wird sich ja, in Zukunft sehr schnell auch man merken, wer da ein bisschen genauer hinschaut, dass wir hier alle vom Gleichen reden. Also der Spaß muss ja auch bei den ganz Alten, sprich bei der Kampfmannschaft, sollte an erster Stelle stehen, weil der Grund, warum ich glaube, den Ball nachlaufe, ist einfach der Spaßfaktor. Wenn der nicht mehr gegeben ist, dann denke ich, dann sollte man eigentlich eher da zusperren. Deswegen der Spaß soll überhaupt nicht in den Hintergrund rücken. Aber natürlich primär bei den ersten Ausbildungsstufen soll generell auch das taktische Konstrukt noch eher lose gewählt werden. Und das ist auch so ein Learning aus dem internationalen Fußball, dass man auch ein bisschen länger zuwartet, bevor man sich in ein gewisses Korsett auch zwängt, die Spieler. Aber da haben wir jetzt auch einen neuen Akademieleiter, der auch versucht, was so im modernen Fußball passiert, da jetzt auch umzusetzen. Und auch der Vorgänger, der René Glatzer, ist auch jemand, wenn es um Fußball geht, ein von mir viel geschätzter Fußball-Nerd, den ich unglaublich, wo ich auch froh bin, dass wir den hier im Verein haben. Die Kombination mit René Glatzer und Florian Mader, glaube ich, das ist eine sehr, sehr gewinnbringende. Ich habe das, glaube ich, vorhin in einer Frage davor schon einmal beantwortet, dass wir hier sind oder primär als, oder auch ich sehe mich hier als Dienstleister. Es geht genau für mich nur darum, dass ich alle meine Menschen, die ich rund um mich scharre, versuche, alles wegzuräumen, was sie davon abhalten kann, bestmöglich ihre Arbeit abzuliefern. Das betrifft nämlich primär die Spieler. Und unsere Aufgabe ist, dass wir ihnen das Feld so aufbereiten, dass es an ihnen ist, ob sie die Chance nützen oder nicht. Und damit, glaube ich, ist auch alles gesagt. Ob jemand die Chance hier nützt zu spielen, soll dann nicht an einen Trainer oder einen Sportdirektor scheitern, sondern der Spieler soll dann einige Jahre später sagen, eigentlich bin ich selber schuld. Interessant, dass die Frage kommt, weil es ja doch eine sehr untypische Frage auch ist. Ich habe die so oft noch nicht gehört, auch im österreichischen Fußball. Aber vor einigen Wochen haben wir uns genau mit dieser Frage, weil wir das auch von internationalen Vereinen kennen, schon beschäftigt. Und wir arbeiten da gerade ein Modell aus, dass man eben genau das dann in Umsetzung bringen kann, dass man sagt, hey, ich pick mir hier Spieler raus und würde die gerne über einen längeren Zeitraum mit einer Partnerschaft begleiten. Also bitte noch um etwas Geduld, aber wir sind da eh dahinter.